Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty 2024. Wir haben beim letzten Mal hier in Oxbow den Grundstein für unser neues Dorf gebaut und weiter geht es. Viel Spaß! So, die ersten beiden Häuser sind gebaut. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall jetzt als nächstes einmal Einwohner. Aber damit wir denen auch einen Arbeitsplatz bieten können, brauchen wir auf jeden Fall einmal die Holzfällerhütte. Den Holzschuppen. Davon brauchen wir, jede Menge Holz zu anfangen. Und deswegen würde ich da auch gleich zwei bauen. Denn in einem Holzschuppen kann jeweils immer nur eine Person arbeiten. Und ja, damit wir hier, wie gesagt, möglichst viel Holz zusammenbekommen. So, und wo gehört natürlich ein Holzschuppen hin? Natürlich in den Wald. Wo auch sonst, wo das Holz ist. Und deswegen würde ich den ganz gerne einmal hier oben machen. Denn hier sind nämlich viele, viele schöne Bäume. Da können sich unsere Holzfäller dann einmal schön austoben. So, nein, falsch. Gewinnung. Holzschuppen. Die sind ja zum Glück auch ein bisschen kleiner. Das heißt, die könnten wir wahrscheinlich auch hier so dazwischen schubsen. Genau, so ein. Und ich würde, wie gesagt, auch gleich noch einen zweiten bauen. Den machen wir mal. Ich glaube, hier finde ich ganz gut. Ja. Ja, ich glaube, das finde ich ganz nice. So, wir brauchen auf jeden Fall viele, viele Steine. So, der erste steht schon mal. Sehr, sehr gut. Und dann gleich nochmal den zweiten. Und dann würde ich sagen, ziehen wir los und holen auch schon mal unsere ersten Bewohner. Damit wir hier endlich mal ein bisschen Leben in die Bude bekommen. Ich muss mich aber, glaube ich, vorher einmal waschen. So, ich brauche noch Holzstämme. So, zweiter Holzschuppen steht auch. Sehr schön. So, wir haben jetzt schon 3 von 3 Überlebenskenntnisse. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Ich glaube, ich würde stark wie eine Eiche. Wobei, Erkennen von Stöcken, Steinpilzen, Federn und Kräutern im Prüfmodus ist auch sehr nice, ne? Giftresistenz, Temperatur. Ich würde, glaube ich, das hier mal machen. Erkennen von Stöcken, Steinen und so weiter. Jawohl. Dann können wir nämlich jetzt hier, ja, jetzt sehen wir nämlich überall, wo Steine und Ried und alles liegt. Sehr schön. So, bedeutet, wir könnten aber nochmal auf Jagd gehen. Denn wir brauchen auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu essen für unsere neuen Mitbewohner. Jawohl, da haben wir doch schon unsere ersten. Gib mir mal einen Pfeil zurück. Oh, gib mir mal einen Pfeil zurück. So, einmal Schlachti. 12 Fleisch, 5 Leder. Und wir haben einen Hirschschädel. Wir haben einen Hirschschädel. Ich glaube, das, ja, kann als Wanddekoration verwendet werden. Sehr schön. Sehr schön. So, komm, Hirschi. Ah, vor allen Dingen Leder. Früher war Leder auf jeden Fall sehr gewinnbringend. Das konnte man sehr gut verkaufen. Wie sieht es denn jetzt aus? 8. Das heißt, es ist immer noch die Hälfte, glaube ich, ne? Das heißt, 4 pro Stück. Das ist nicht so schlecht. Warte. Dankeschön. Da läuft er mir doch direkt vor die Flinte. Konnte auch nichts für. Und diese Kupferpfeile. Da reicht wirklich ein Schuss. Das ist sehr nice. Die sind ja um einiges stärker als die Steinpfeile. Oh, da ist ein Wolf. Da ist irgendwo ein Wolf. So, ich glaube, ich habe erstmal genug Happenpappen. Zumal wir jetzt überladen sind. Das heißt, ich würde sagen, einmal ab nach Hause. Abladen, dann gehen wir schlafen. Wir essen nochmal vorher was. Und dann, nächsten Tag gehen wir einmal los. Und so besorgen uns auf jeden Fall unsere ersten Dorfbewohner. Ah, ich freue mich. Dann kommt endlich mal ein bisschen Leben in die Bude. So, dann machen wir uns doch mal gleich was zu essen. Beziehungsweise für unsere neuen Dorfbewohner.
Solange wir noch kein Nahrungsmittellager haben, müssen wir das natürlich erstmal zu denen ins Haus packen, damit die ein bisschen was zu schnabulieren haben. Jo, dankeschön, neues Level. So, und dann würde ich nämlich hier das gleich mal bei denen reinpacken. Gebratenes Fleisch. So, bitteschön. Sollte auf jeden Fall für den Anfang reichen. Wir müssen auch nochmal, was wir auch nochmal vorher machen können. Wir brauchen ja auf jeden Fall auch einen Brunnen, denn die müssen ja auch trinken. Jetzt ist die Frage, wo ist denn das? Wo ist der Brunnen? Jagd, Gewinnung wahrscheinlich, ne? Brunnen. Genau, die Frage ist, wo stellen wir den Brunnen hin? Also ich würde auf jeden Fall sowieso hier nochmal den Weg, jetzt muss ich kurz überlegen, ich würde das so ein bisschen trennen, die Wohnhäuser zu den Produktionsgebäuden, das heißt ich würde hier einmal wahrscheinlich irgendwie so eine Abzweigung machen. Dann kommt hier nämlich die ganzen Produktionsgeschichten hin. Und wir müssen ja auch auf jeden Fall schon mal Gedanken machen für ein Feld. Das würde ich aber ein bisschen weiter hier oben. Können wir mal eben gucken. Vor allem, wie ist die Ausrichtung? Weil ich glaube, mittlerweile, man kann es immer noch nicht drehen, oder? So, das wäre so. Okay. Ist eigentlich ganz okay. Jetzt muss ich nur mal eben gucken. Hier ist der Weg. Ich würde hier auf jeden Fall mehr oder weniger Produktion machen. Und das heißt, hier ungefähr sollte unser Feld sein. Unser erstes Feld natürlich. Von vielen Feldern. Also es wird nicht das einzige Feld sein. So, Feld. Muss man eben gucken. Wie groß konnte ich die machen? 15 mal 15, glaube ich, ne? 10, 12. Okay, hier stehen Bäume im Weg. Okay, hier stehen Bäume im Weg. Das heißt, da müssen wir noch roden und da müssen wir noch roden. Oder ich mache das Feld hier. Das ginge natürlich auch. Ich glaube, ich würde das Feld doch lieber hier machen. Nein, falsch. Ich wollte die Schaufel. So, dann haben wir den Stumpf. Habe ich noch irgendwo einen Stumpf? Ich muss mal eben gucken. Ich glaube, ich würde das hier ganz nice finden. Wenn wir hier einmal das Feld hin machen. Wir gucken mal. Okay, wobei eigentlich 16 mal 13 ja auch ausreicht, ne? Wir müssen es ja nicht komplett überlassen. Ich glaube, hier finde ich das nice. Hier finde ich das nice, so am Weg entlang. Das passt eigentlich auch vom Weg her, ne? Ja, vielleicht noch mal ein kleines Stückchen weiter hier den Weg ziehen, aber grundsätzlich, glaube ich, finde ich das ganz nice. Okay, so, wir müssen auf jeden Fall dringend einmal ein bisschen was loswerden, denn wir haben viel zu viel im Gepäck. So, Bierflasche. Nein, was habe ich da jetzt? Den Bogen wollte ich nicht. Der Bogen, den brauche ich noch. Wir sollten natürlich auch gucken, dass wir jetzt was mitnehmen, was wir verkaufen können. Damit wir hier noch ein bisschen Geld machen. Guck mal, die kosten auch. Ich glaube, die würde ich auch verkaufen. Hirschschädel kommt rein. Das brauchen wir auf jeden Fall als Deko. So, Holzstamm. Ganz wichtig. Ach scheiße, wir sind voll, ne? Wir sind voll! Okay, ich brauche auf jeden Fall auch ein Materiallager. Und ich muss mal gerade ganz dringend was essen, sehe ich. Was habe ich denn noch? Ich hatte noch hier... wo hatte ich denn das? Roggenbrot. Habe ich das Trockenfleisch in die Kiste gemacht? Ich muss mal eben gucken. Trockenfleisch, genau. Dann würde ich mir mal so 10 Stück mitnehmen. So. Trockenfleisch. Dankeschön. So, jetzt sind wir nämlich wieder ein bisschen fitter.
So, dann muss ich, glaube ich, jetzt erstmal bei den Nachbarn noch ein bisschen was einlagen. Einlagen, genau. Einlagern, natürlich. So, das würde ich verkaufen. Das würde ich auch verkaufen. Holzhammer brauchen wir. Holzspeer. Brauche ich eigentlich nicht, ne? Wir haben ja unseren Bogen. So, Holzstamm. 32 Kilo haben wir. Leder. Ist die Frage, ob wir Leder verkaufen? Ich würde es auch, glaube ich, hier lassen. Wahrscheinlich werden wir es nämlich auch für irgendwelche Herstellung brauchen. So, Stöcke lasse ich hier. 108, holy shit. 95 Stroh und wir sind voll. Wir sind voll. So, wir haben 30 Kilo, das sollte reichen. Das sollte auf jeden Fall reichen. So. Wir gehen schlafen. So, moin, moin. Ein wunderschöner neuer Tag ist angebrochen. Und ich würde sagen, wir gehen einmal in die Stadt. Wir gehen einmal hier zurück. Wir könnten auch ins andere Dorf, aber das machen wir später. So, ich muss einmal in diese Richtung. Wir holen uns jetzt unsere ersten beiden Dorfbewohner. Und die lassen wir Holz fällen. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch einen Brunnen. Ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, ich brauche... Habe ich die schon freigeschaltet? Denn die müssen ja auch trinken, die Dorfbewohner. Und für Trinken, beziehungsweise für den Brunnen, brauchen wir Eimer. Heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch die Werkstatt. Werkstatt habe ich freigeschaltet. Gut. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir da auch entsprechend das Ganze herstellen können. So, das sind unsere Holzhütten. Und wir nehmen da jetzt nochmal von den Ruinen alles, was wir liegen gelassen haben, nehmen wir natürlich mit. Alles, was wir verkaufen wollten. Was war das gerade für ein Geräusch? Waren das die Häschen oder? Warte mal, was ist das hier? Okay, keine Ahnung. So, jetzt muss ich natürlich nochmal gucken. War denn hier noch irgendwas? Das ist leer. Bärenwein, den nehmen wir mit. Den können wir verkaufen. Die Säcke waren, glaube ich, sowieso leer. Jawohl. Dann einmal hier hoch. Leer, leer. Bogen 9%, das bringt nichts, ne? Okay, ich glaube, hier hatte ich schon alles mitgenommen, ne? Und dann noch hier rein. So, genau, den würde ich auch mitnehmen zum Verkaufen. Und wohin noch irgendwas? Steinspeer, 4%. Das wird nicht mehr Kohle bringen. Den können wir nochmal mitnehmen. Den werden wir auch verkaufen und ich glaube, ja, das müsste es gewesen sein. Alright. So, einmal in die Stadt und ich muss mir natürlich vorher einmal waschen, weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwelche Leute ansprechen würde, so von wegen, hey Jude, hast du Lust in meinem Dorf zu wohnen? Ob die denn nicht sagen, hau ab, bloß ab, du Stinker. Ist ja widerlich. Deswegen einmal kurz ein Bad. Ach. Übrigens, so später will ich das alles auch in meinem Dorf so haben. Mit so einer dicken Palisade drumherum. Einfach als Schutz und weil es schön aussieht. So, und ich frage mich gerade, warum diese Leute hier... Ist das hier das Armviertel oder warum dürfen die nicht mit da hinten hinein? Oh, guck mal, Pferde! Pferde! Oh ja, ich will ein Pferd! 3500! Und was kostet... 4350! Ich brauche dringend Kohle. Ich brauche dringend, dringend Kohle. Oh, ich habe so Bock, wenn wir erstmal hier reiten können. Oh, warte mal. Ja, ich stehle nicht. Nein, ich stehle nicht. So, wir gehen einmal auf den Markt. Verkaufen ein bisschen was. Und anschließend holen wir uns unsere Dorfbewohner. So. Ist ja nicht viel los, ne? So, bist du Händlerin? Nein. Er ist Markus Love. Hallo. Zeig mir deine Waren. Und wir müssen, genau, wir müssen auf jeden Fall auch Dünger kaufen. Und wir wollen ja jetzt demnächst einmal schon mal spätestens im Sommer unsere ersten Sachen an. Und ich muss mir ihn gucken. Hafer war
Frühling. Ich würde aber, glaube ich, mit Kohl anfangen. Warte mal, habe da Kohl. Kann Frühjahr und Sommer. Genau, so. Wir müssen mal eben was verkaufen. Okay, das bringt nicht viel. Bärenwein, immerhin 20. Das würde ich verkaufen. Die Fackeln. Ja, können wir uns ja auch selbst herstellen, ne? Ich würde die auch mal verkaufen. Das würde ich verkaufen. Bum, bum, bum. Was haben wir denn noch? Das Roggenbier. 45. Roggenbrot 13. Das würde ich lassen. Stroh, nee. So, das war's, ne? Was haben wir jetzt? 888. So, das heißt, ich würde jetzt auf jeden Fall einmal Kohlsamen kaufen. Jetzt müssen wir natürlich fragen, wie viel wir... 50. Würde 375 kosten. Und was kostet Dünger? Muss man eben gucken, ob unsere Kohle reicht, wenn ich jetzt hier auch 50 mache. 225. 25 Kilo? Sollte funktionieren, ne? Das heißt, ich würde von jedem einmal 50 holen. 50 Dünger und 50 Kohlsamen. Jawohl. Ja. Okay, mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Leinsamen ist natürlich sehr geil. Leinsamen bringt richtig Kohle, aber das können wir nur im Frühling. Und wir haben jetzt... Wir haben jetzt schon den letzten Tag im Frühjahr. Das werden wir nicht mehr schaffen. Das heißt, da werden wir aufs nächste Jahr warten müssen. So. Aber der Anfang ist gemacht. Und wir können jetzt einmal uns unsere Dorfbewohner endlich holen. So, und guck mal, die Mühle, die können wir... Die können wir auf jeden Fall früher, später, meine ich, auch bauen. Oh, und da habe ich richtig Bock drauf. Wenn wir erstmal die Mühle bauen können, ich glaube, dann haben wir es geschafft. Miroknieva. Wie sieht's denn aus? Also wir brauchen ja auf jeden Fall welche, die gut sind in Gewinnung. In Abbau. So, er ist schon mal scheiße. Er hat eine 3. Ist die Frage, wie alt ist er? 25. Ich komme gleich zu dir, Mädchen. Ah, 25 ist fast schon ein bisschen alt, ne? Weil die werden ja auch irgendwann sonst sterben, aber ich würde ihn trotzdem jetzt mal nehmen, weil er hat eine 3. So. Sitsislav, willkommen in meinem Dorf. So, sie hat eine 2. Sie hat auch eine 2. Oh, sie ist aber etwas besser, ne? Sag mal. So, gehst du jetzt mal bitte? Tja, ich wollte gerade sagen, was steht da hier noch rum? Ab mit dir nach Hause. So, wie alt ist sie denn? 24. Wie alt wärst... Ja, ich weiß. Wie alt wärst du? 19. 19. Ja, sie ist zwar besser, aber sie haben in Gewinnung beide eine 2 und sie ist auf jeden Fall um einiges jünger. Ich würde mal tatsächlich sie nehmen, hier. Dobrogniva. So, willkommen in meinem Dorf. Juhu. Dann würde ich sagen, ab nach Hause. Und dann müssen wir natürlich auch mal gucken, beziehungsweise wir können das ja auch mal schon mal einstellen. Verwaltung. Wir machen Gewinnung Holzschuppen. Einmal Dobrogniva. Genau. Und im Holzschuppen Nummer 2 machen wir Zetsislav. So. Die sind natürlich ein bisschen gerade noch unmotiviert, aber auch daran, dass sie noch gar kein Zuhause haben. Das ändern wir jetzt. Das ändern wir jetzt. Und zwar hier machen wir dich rein und dich rein. So, dann haben sie auf jeden Fall schon mal zu Hause. Ja, aber sie haben noch Durst. Genau. Das heißt, wir müssen uns als nächstes um den Brunnen kümmern und um die Werkstatt, damit die auch was zu trinken haben. Guck mal, das ist das... Ich glaube, das ist Hopfen, ne? Müssen wir eben gucken. Ja, Pferde brauchen wir. Ich glaube, das ist Hopfen, ne? Sieht für mich zumindest danach aus.
So, und wir können auch später auf jeden Fall solche Bäume, ne? Solche Kirschbäume oder was das ist. Ja, das werden wir alles später auch noch machen. Wir werden das uns richtig gemütlich machen und vor allen Dingen schön. Ah, ich freue mich drauf. Aber wie gesagt, der Anfang ist natürlich immer schwer. Aber wir werden das nach und nach alles hinbekommen. So, was die natürlich zu Anfang erstmal auch brauchen werden, ist Steinäxte, damit sie auch vernünftig arbeiten können. So, dann machen wir mal hier ein paar rein. Steinaxt. Wir machen 3 hier. Und 3 in der anderen. Dann müssen wir für uns halt noch mal ein paar machen. Aber unsere Arbeiter gehen vor. Und ich hoffe, dass die jetzt hier richtig schön einmal Holz für uns sammeln. Und das müssen wir natürlich aber auch noch einstellen. So, und zwar hier. Du holst uns auf jeden Fall einmal ganz viele Holzstämme. Oh ja, oh ja. Guck mal, das sind schon mal... Oh, so, wir brauchen Brennholz. Das brauchen wir auf jeden Fall für die Dorfbewohner. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel kommt da raus? Bretter würde ich jetzt auch nur ein paar machen. Stöcker brauchen wir auf jeden Fall auch. Aber Holzstamm, glaube ich. Ich würde... Ja. So, ich glaube, ich mache das mal so. Ja, wir müssen halt beobachten, wie viel Brennholz und Bretter da letztendlich rauskommen. So, das heißt auch hier einmal viele, viele Holzstämme. Bretter machen wir nur ein paar. Die werden wir auf jeden Fall später pushen müssen. Weil da werden wir ja auf jeden Fall später für die besseren Häuser einiges mehr brauchen. So, ich würde es erstmal so... Wir müssen es halt mal beobachten. So, das Feld steht, aber ich glaube, ich würde jetzt hier tatsächlich diesen Weg nochmal abreißen. Der gefällt mir nämlich gar nicht, zumal er nicht parallel zum Feld geht. Und ich würde dann auch gleich einmal gucken, halt, ob wir hier nicht gleich ein bisschen das schön machen können, und zwar mit Plantagen. So, einmal weg und du noch. Warte, nee, warte, da ist noch einer, ne? Der hat sich gut versteckt. So. Das heißt, ich würde, hier ist das Feld und ich würde am liebsten so links und rechts einen Weg machen und mittig eine Plantage. Jetzt gucken wir mal. Und zwar müssen wir mal gucken. So, das müsste eigentlich vom Weg reichen, ne? Oder so. Na, wir wollen es auch nicht zu eng machen, von daher würde ich das mal so, glaube ich. Ja, ich glaube, das passt so. Ich ziehe es jetzt erstmal hier so durch. Kann sein, dass wir hier nochmal eine Lücke lassen. Aber ich glaube, das gefällt mir ganz gut. So, wir gucken mal. Wenn wir jetzt hier einen Weg machen. Möglichst mittig. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Ich glaube, das sieht wirklich gut aus. Mir gefällt das. Mir gefällt das, wenn hier dann irgendwann später die ganzen Obstbäumchen wachsen. So Kirsche und Pflaume und Birne und Apfel und... Ach ja. So, jetzt ist die Frage. Ich würde natürlich hier auf der anderen Seite auch noch einen Weg machen, parallel. Dass man rechts und links gehen kann. Jetzt ist nur das Problem, jetzt sind Bäume im Weg. Ich würde die eigentlich ungern fällen, aber... Ja, wir brauchen ja hier auf jeden Fall noch einen Weg. Ich möchte ja hier so ein bisschen die ganzen, die ganzen Produktionen hinstellen und Materiallager. Ich glaube, ich komme nicht drum rum, hier einmal ein bisschen was abzubauen. Habe ich keine Axt mehr? Ich habe keine Axt mehr. Habe ich noch irgendwo eine Axt? Ja, ich habe doch noch eine Axt. 2%, juhu! So, ich glaube, das reicht erstmal. Ich muss jetzt erstmal zusehen, dass meine Dorfbewohner was zu trinken bekommen. Die verdursten so langsam. Und ich glaube, die Stimmung, die geht immer weiter den Bach runter. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Das heißt,
Wir müssen jetzt uns einmal drum Werkstatt kümmern, denn Werkstatt brauchen wir die Eimer, die wir herstellen, damit wir aus dem Brunnen, den wir auch noch bauen müssen, uns Wasser holen können. So, dann würde ich das mal ungefähr so. Und jetzt müssen wir gucken. Und zwar... Mal gucken. Ja, das sieht gut aus. Der Baum muss leider noch weg, aber... Darum kümmern wir uns, wie gesagt, später. So. Und dann würde ich das so ein bisschen hier... Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Muss mal gucken, was wir hier noch machen, aber... So, und der Weg geht hier weiter. Der geht... ich will mal gucken, dass ich das ungefähr... So, ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. So, wir müssen uns, wie gesagt, einmal dringend um Trinken kümmern. So, dafür brauchen wir eine Werkstatt. Ich hoffe, ich kann die schon bauen. Ist das unter Produktion? Ja, Werkstatt. Sehr gut. Ich würde da noch mal ein bisschen Luft lassen. Und ich glaube, ja. Ich würde das nochmal... Frage ist, wenn wir jetzt hier den Weg, will ich auf dieser Seite auch noch Häuser bauen. Das heißt, ich würde doch nochmal ein bisschen weiter gehen. Und zwar ungefähr... Hier. So, ein bisschen parallel. Ja, ich glaube, das passt so. Gut, so. Frisch ans Werk. So, wie sieht's denn aus? Habt ihr schon ein bisschen was produziert? Da liegt auf jeden Fall schon mal was. Holzstamm, jawohl. Kann ich die tragen? Bin schon wieder überladen. Brett. Brett brauche ich nämlich auch mal. Die brauche ich nämlich für die Eimer. Allerdings reicht das ja. Wir müssen... Warte mal, ich würde mir gleich noch mal ein paar Bretter machen. So, darf ich einmal ran, bitte? Mademoiselle, merci. So, dann würde ich noch mal... 4 Bretter machen. Genau. Weil, wie gesagt, die brauchen wir gleich, um die Eimer herzustellen. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich brauche, um die Eimer freizuschalten. Ich hoffe, wir haben genug Geld. So, und ich stinke und bin überladen. Das Schicksal meines Lebens. Ah, zum Glück habe ich ein bisschen Stroh eingepackt. Ah, das sollte jetzt eigentlich reichen. Das heißt, es ist fertig und jetzt gucken wir mal, was brauchen wir für Eimer. 100. Aber wir können schon freischalten. Sehr gut. Und wir haben's. So, was brauchte ich? Ich glaube, ich brauche Bretter, ne? Genau, dann mache ich schon mal 4 Eimer. Sollte für den Anfang reichen. Wird zwar nicht lange halten, aber zumindest, wie gesagt. So. Und jetzt brauchen wir dringend einen Brunnen. Oh, Küche. Küche. Ich muss mal eben gucken. Wie ist denn die Stimmung? Oh Gott, die geht immer weiter runter. Wo ist denn Brunnen? Warte mal. Ne, müsste eigentlich... Dienstleistung... Gewinnung wahrscheinlich, ne? Brunnen. Eigentlich würde ich den gerne hier hinstellen, aber der Baum ist so doof im Weg. Wir könnten das hier eigentlich. Ich glaube, das würde ich gar nicht so schlecht finden. Warte mal, ich muss noch mal eben. Oder wir könnten es auch hier machen. Hier finde ich eigentlich auch ganz nice. Dann machen wir nämlich gleich am Dorfeingang ein. Und dann machen wir später, wenn wir hier ein bisschen ausgebaut haben, natürlich noch mehrere Brunnen. So, habe ich Material? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Oh, Kollege hat Feierabend, so wie es aussieht, ne? Wie spät haben wir es denn? 19, ich glaube um 19 Uhr machen die Feierabend, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber... Ja, ich glaube 18 oder 19 Uhr. So, reicht immer noch nicht.
Und ich bin jetzt auch kurz vorm Verdursten, deswegen ganz schnell. Ah, ja. So, und dann machen wir natürlich gleich für die Kollegen hier auch 4 Eimer erstmal. Wie gesagt, ist nicht viel, aber sollte auf jeden Fall für den Anfang reichen. So, die packen wir natürlich gleich mal ins Haus. So, ich habe Trinki dabei. Sie pennt schon. Muss er? Keine Ahnung. So, einmal 4 Eimer. Bitteschön. So, jetzt sollte das Zeichen oben links eigentlich gleich weggehen. Jawohl. Und ich hoffe, die Stimmung geht jetzt ein... Ja, die Stimmung geht jetzt hoch. Die geht jetzt sowas von hoch. Aber wahrscheinlich nicht viel. Nicht viel. So, ich sollte auch noch mal was essen, sehe ich gerade. Habe ich denn noch was? Ich habe noch Trockenfleisch. Wupp. Und ja, das reicht erstmal. Das reicht erstmal. Gut. So, wir bräuchten als nächstes noch ein Haus für mehr Dorfbewohner. Und wir bräuchten die Jagdhütte. Haben wir die Jagdhütte schon freigeschaltet? Ich müsste mal eben gucken. Jagdhütte. Hier ist es Jagdhütte 2. Jagdhütte haben wir freigeschaltet. Nahrungsmittellager brauchen wir noch. Dafür müssten wir Landwirtschaft machen. Ja, so, der Frühling ist schon rum. Und der Sommer wartet. Und ich will unbedingt im Sommer versuchen, hier den Kohl anzubauen, damit wir zum Herbst hin schon mal Kohlsuppe machen können. Denn Kohlsuppe ist zum einen sehr nahrhaft und zum zweiten können wir die auch ganz gut verkaufen. Die bringen, glaube ich, ein bisschen was. Diese Folge ist leider schon wieder zu Ende, aber ich glaube, wir haben heute einiges geschafft und unser Dorf, es wird langsam wachsen, langsam aber stetig und ich freue mich auf mehr. Ich habe noch so viel Lust hier, das Ganze auszubauen. Wir sind ja wirklich erst am Anfang, wirklich ganz am Anfang. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ja, gerne einmal supporten meinen kleinen Kanal mit Daumen und mit Kommentaren. Also Feedback freut mich immer sehr und vor allen Dingen, es bringt mich weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag und bis dahin, macht's gut. Tschüss.